CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Woche zeigt schon ein bisschen, dass das Wahlkampfgetöse insgesamt mit voller Wucht auch den Bundestag erreicht hat. Und ja, ich finde schon, dass der Antrag von Grünen und Linke schon auch hier in diese Richtung einzuordnen ist. Sie haben nämlich ein Thema entdeckt, das zugegebenermaßen vielen von uns einleuchtet. Gar keine Frage. Injalik und der Abzug der Bundeswehr. Nun wollen Sie vermeintlich trickreich, nur leider sehr offensichtlich, uns ein Stück weit in die Falle locken. Nach dem Motto, Sie haben Konsequenzen gefordert, nun müssen Sie aber bitte auch sofort folgen. Sonst haben Sie Ihr Wort nicht gehalten. Konkret, die Bundeswehr soll mit sofortiger Wirkung vom Standort Injalik abgezogen werden. Doch so einfach ist Weltpolitik nicht. Ganz zu schweigen von der Praktikabilität Ihrer Forderungen. Selbst in der Opposition sollte man sowas wissen. Und auch Wahlkampfzeiten entschuldigen eine solche Kurzsicht nicht. Und wenn man bei den Linken auch genau hinhört, dann geht es doch gar nicht um die Frage Injalik oder nicht, sondern da geht es darum, einen Einsatz, der sowieso nicht gewollt ist, egal von wo der aus startet, entsprechend zu beenden. Zunächst lohnt es sich, noch einmal in Erinnerung zu rufen, warum wir in Injalik stationiert sind. Ein Rückblick ist wichtig. Am 29. Juni 2014 ruft die Terrormiliz Islamischer Staat in Mosul das Kalifat aus. Schätzungen reichen von 10.000 bis 100.000 Kämpfern, die in Syrien und im Irak ganze Gegenden zerstören, Frauen verschleppen und Vergewaltigungen aufs Brutalste ermorden. Am 7. Januar 2015 sterben in Paris 130 Menschen, 352 weitere werden verletzt. Mit den Terrorattacken in der französischen Hauptstadt fing die blutige Anschlagsserie des IS in Europa an, die leider noch immer anhält. Und am 2. Dezember 2015 stimmten wir hier im Deutschen Bundestag darüber ab, unsere Soldatinnen und Soldaten nach Injalik zu schicken, um gemeinsam mit unseren Verbündeten den Islamischen Staat zu bekämpfen. Seitdem ist viel passiert. Die Türkei hat sich massiv verändert. Die Menschenrechtssituation hat sich gravierend verschlechtert. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Und die CSU, wir haben immer seit Langem gemahnt, dass eine Türkei, wie wir sie heute erleben, nicht Teil der Europäischen Union sein kann. Daneben, und darum geht es heute, wird uns zum wiederholten Male der Zugang zu unseren Truppen verweigert. Präsident Erdogan testet immer wieder unsere Schmerzgrenze. Das ist natürlich indiskutabel. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, und der Zugang muss durchgehend möglich sein. Da sind wir uns alle einig. Daher habe ich das auch schon früh gefordert, dass alternative Stützpunkte für die Tornados geprüft werden müssen. Und selbstverständlich wurden bereits Alternativstandorte geprüft. Jordanien, Zypern, Kuwait wurden inspiziert, und diese Prüfungen müssen jetzt zügig abgeschlossen werden. Fest steht, es kann dauerhaft nicht sein, dass Erdogan unsere Soldatinnen und Soldaten als Faustpfand einsetzt. Und trotzdem, die Türkei ist aufgrund ihrer geostrategischen Lage ein entscheidender Mitspieler im Kampf gegen den Islamischen Staat. Seit der Einnahme von Mosul 2015 hat die Terrormiliz schwere Verluste erlitten. Ihr Gebiet ist von der Größe Großbritanniens auf weniger als Irland zusammengeschrumpft. Wir müssen daher auch weiter mit Ankara reden, wie wir das gemeinsame Ziel, den Kampf gegen den IS, fortführen können. Aus diesem Grund kann Ihr Antrag heute nur abgelehnt werden. Wir müssen zweigleisig fahren. Alternativen vorbereiten, den Druck erhöhen und trotzdem in vertraulichen diplomatischen Gesprächen gesichtswahrende und praktikable Lösungen versuchen zu finden. Nur so funktioniert eine verantwortungsvolle Politik gegenüber unseren Truppen, wie auch mit Blick auf unseren Auftrag. Daneben wäre auch aus praktischen Gründen ein sofortiger Abzug praktisch nicht möglich. Injalik ist aus militärischer Sicht weiterhin der günstige Standort für den schwierigen Kampf gegen die Terrormiliz. Richtig ist, dass Jordanien beispielsweise eine Alternative darstellt. Und trotzdem, es gäbe deutlich operationelle Einschränkungen, gerade in der Zusammenarbeit mit den Partnern. Wir könnten nicht an eine gleich gute Infrastruktur andocken. Der Umzug würde dauern. Es geht nicht, wie von Ihnen gefordert, von heute auf morgen. Es geht um ungefähr 180 bis 200 Container Material allein. Das kann man nicht einfach das Umzugsunternehmen anrufen und morgen ist es getan und der Umzug läuft. Um es klar zu sagen, es ist möglich,
aus Jordanien Tankflugzeuge und Aufklärungsflüge zu machen. Aber eine Verlegung benötigt Zeit. Ein Abzug mit sofortiger Wirkung, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir sind uns alle im Bundestag einig. Präsident Erdogan ist ein unberechenbarer Partner geworden. Zum wiederholten Male hat er unser Vertrauen missbraucht und die Karte des Besuchsverbots gespielt. Wir können und werden so nicht weitermachen. Die Bundesregierung bemüht sich daher um eine schnellstmögliche Lösung. Und daneben ist aber auch an der Zeit, dass wir grundsätzlich in der NATO klären, wie wir zukünftig eine Zusammenarbeit mit den Türken, wie die funktionieren kann. Denn diese Spirenzchen Erdogans schaden nicht nur dem deutsch-türkischen Verhältnis, sondern insgesamt dem gemeinsamen Wirken innerhalb der NATO. In der Ruhe liegt die Kraft. Deshalb kann heute dieser Antrag nicht entschieden werden. Wir sollten, der Kollege Mützenich hat die Gründe gut angeführt, das noch in aller Ruhe in den Ausschüssen diskutieren. Klar ist aber auch, sollte es bei der Haltung der Türkei bleiben, kann die Bundeswehr langfristig nicht in Incirlik stationiert bleiben. Herzlichen Dank.